Seine Kollegin musste wohl sterben, weil sie ihm einen Korb gegeben hat. Das war zu viel für Lennart A., so die Staatsanwaltschaft. Der 21-Jährige gesteht, Hanna F. mit 6 Messerstichen getötet zu haben. Deswegen steht er seit heute wegen Mordes vor dem Landgericht Bielefeld. Wenn man dann sagt, dass er in Haft kaum noch schlafen kann, weil er immer wieder die Tatbilder vor Augen hat. Es gibt letztlich keine abschließende Erklärung für diese Tat. Es ist eine Mischung aus alkoholbedingter Enthemmung und Dingen, die wir noch im Prozess erörtern müssen. Im Oktober vergangenen Jahres sind der Angeklagte und das Opfer auf einer Party. Lennart A. soll Hanna F. angebaggert haben. Die junge Frau will aber nichts von ihrem Kollegen. Wenig später möchte Lennart A. mit ihr bei einem Spaziergang darüber reden. Aber schnell zieht der Angeklagte ein Küchenmesser und sticht zu. Hanna F. wird im Bauch, Hals und in der Brust getroffen. Anwohner und Partygäste hören Schreie und eilen zu Hilfe. Vergebens. Die 21-Jährige stirbt im Krankenhaus. Lennart A. flüchtet, wird später von der Polizei festgenommen. Laut eines psychiatrischen Gutachtens ist er nicht vermindert schuldfähig, aber... Der Angeklagte war zur Tatzeit 20 Jahre alt, mithin nach dem Gesetz Heranwachsender. Die Kammer wird zu beurteilen haben, ob der Angeklagte nach Jugendstrafrecht oder nach Erwachsenenstrafrecht abzuurteilen ist. Im Falle der Verurteilung nach Erwachsenenstrafrecht droht ihm eine lebenslange Freiheitsstrafe. Wenn er nach Jugendrecht abgeurteilt wird, sieht das Gesetz hierfür eine maximale Freiheitsstrafe von 10 Jahren vor. Der Angeklagte sagt heute unter Ausschluss der Öffentlichkeit aus. Zu viel für eine Angehörige des Opfers. Geschockt verlässt sie kurzzeitig den Saal. Ein Urteil soll Ende Mai fallen.